Ach, lol, geil, wüsste ich gar nicht. Ah, dachte, hier ist ein geiler Start für meine Er gibt auch noch FSX Umschalt. 2, Serie. 3, 4, 5, 3 Kann ist ich auch alle meistens. einfach gleichzeitig machen? Ja, dann hast du halt einen vollen Bildschirm. Ich merk's gerade. Also ich sehe schon, die Landung wird bei mir nicht gut werden. Jetzt ist irgendwas verschwunden. F3. Ah, ey! Umschalt F3 ist Navigationssystem. Warum sagt das denn keiner? Ja, ich suche das immer hier oben übers Menü. Und Umschalt F4 ist auch cool. Der ist bei jedem Flieger anders, ne? Also meistens ist es halt 1 Cockpit und 3 ja, super. GPS. Jetzt habe ich euch natürlich mal prompt. Ah, da hinten zum Geil, ich dachte, ich hätte euch verloren. Aber hey, ich sehe den Flughafen irgendjemand noch nicht. Brücke, ich flieg gerade bei LoWS. Also, Moritz, siehst du, wo ich gerade fliege? Oder nee. Siehst du es durch die Wolken nicht? Weil. Wenn ich jetzt gerade auch anfange, leite wo ist ein ich RTT? Hier durch das Tal, also. Durch das Tal leite ich dann nicht. Thomas, was machst du da hinten? Drück mal Y. Achso, genau, jetzt da wir gerade im Livestream sind oder sonst irgendwie. Ich sag's jetzt einfach in jeder FSX-Folge. Kennt sich wer mit MySQL aus auf Windows? Ich hab das in den letzten Folgen. Ich bitte um eine Antwort. Der kriegt sogar Promotion und sonst was. Der muss sich nur damit verdammt nochmal auskennen und. Mit Plesk und Co. und sonst was. Womit? Du brauchst du mal MSQL? Für was? Welche MSQL, MySQL. Ach, brauchst scheiße. Du für jeden Webserver, eigentlich für alles, was du irgendwie. Also Webserver. Ja, ja. Und mein Ding ist jedes sehr lang. Forum, MSQL, fast jede Webseite. Das sind doch die Daten, das sind doch die Datenbanken, wenn ich mich eine Datenbank, ja. Bei mir bremst irgendwie die Datenbank den ganzen Shit aus. Bei Moritz, ich verwendet doch fast gar keine Datenbankzugriffe, ne? Nö. Deine Datenbank war extrem klein. Ja. Guck mal, meine Datenbank ist so. Ich habe gestern aus Langeweile ein Programm geschrieben. Das macht eigentlich nichts anderes. Also es ist im Prinzip so ein Chat und es basiert halt auf einer MySQL-Datenbank. Man fragt halt immer wieder ab. Ist in der Datenbank irgendwas Neues drin und dann schreibt ihr das halt was Chat rein. Und ich habe es mal ausprobiert, der könnte dir rein theoretisch, das macht er auch, jede Millisekunde eine Abfrage schicken und halt Updates abrufen sozusagen. Das ist aber richtig schnell. Moritz, ich übernehme manuell den Kurs, weil das ist gerade übel scheiße, ich vertraue dem FMC gerade irgendwie gar nicht. Aber Thomas, das würde doch einfach Serverlast nach oben schnellen lassen wie Hölle, oder? Ja, das geht eigentlich. Weil er macht ja nicht viel außer fragen, ist das da oder ist was Neues da? Ist was Hello Neues man, da? Are you there? Hey, wake nur up. Es macht halt, es lastet halt schon ziemlich deine Internetleitung aus. Also pro Millisekunde einmal abfragen, ist das da, das ist dann schon. Das ist einfach direkt auf dem Server Interlocal Host laufen. Naja schon, es ist ja im Prinzip auf meinem Local, also ein Rechner neben mir, da läuft halt Linux drauf und auf meinem Rechner Windows und da habe ich auf Windows reiches Programm und auf Linux laufen halt alles, was ich so. Linux laufen kann, was man brauchen könnte. So ein bisschen, das langweilig. Kennst du dich zufälligerweise aus mit der Virtualisierung VSXI oder wie auch immer das ist? Bisschen, geht so. Okay. Gut, ich komme nochmal später auf dich zurück. Ja, schauen wir mal. Ich sehe den Flughafen. Jo, und ich bin gleich bei 2000. Und ich schaffe die Kurve nicht, yay. Und ich müsste gleich rechts drehen. Ah, Alter, ja, ich sinke viel zu. Alter, das FMC hat mich übelst mal verarscht hier. Moritz, das ist nie im Leben auf 1944 Flughafen. Der Flughafen ist auf 1893. Wie seht ihr das immer? Googelt ihr so schnell oder was? Nee, ich hab Karten für alles eigentlich. Legen die bei dir auf dem Schreibtisch oder wo? Ja, ich hab einen Ordner. Ich hab einen Nivau-Ordner. Also ich hab einen Schrank voll Festplatten. Und nee, ausgedrucktes finde ich halt besser, weil, ja, ist viel gemütlicher. Halt, ja, richtig. Musst nicht auf dem zweiten Bildschirm noch irgendwelche PDF-Dateien durchsuchen und gleichzeitig auf einem anderen Bildschirm, irgendwie ist halt gemütlicher. Das Schlimmste ist, wenn du irgendwelche Funksprüche raussuchen musst und du ganz neu bei IBAO bist und keinen Plan von irgendwas hast. Das ist das Schlimmste. Funksprüche Warum raussuchen ich nach EDMP? Ist so Verdammt. Was ist ein EDMP? Ja, keine dann sagst du so Ahnung. Mitten in der im Funken. Warte mal ganz kurz, Sekunde, ich muss ja. Ja, genau so war das bei mir am Anfang. Das hört sich vielleicht scheiße an, aber genau so war das. Wann waren wir nochmal tot, wenn alle Lampen rot leuchten, ne? Ja.
Wenn die gelb leuchten. Thomas? Das war zu hoch. Warte mal, da gibt's einen Spruch. Gott, wie war denn der? Hatten wir letztes Mal. Ach, was ist mein Fahrwerk draußen? Ja. Aber guck mal, die leuchten gelb, obwohl ich jetzt. Ah, okay, jetzt soll ich aber schauen. Ich bin dann 21, muss ich erst sinken. Ja, dann. Jetzt mach ich mal manuell eine Approach. Alter, das wird ja schlecht aussehen. Ich sehe schon. Oh, das ist ja das Tal, sag ich. Also. Das Tal des Todes. Oh, warte mal, ich muss mal eben. Ja, so denke ich auch gerade. Moritz, wieso bist du auf einmal vor mir? Was? Die Teile heißen übrigens Barbie. DSP Moritz! Precision Approach. Ich seh dich vor mir, verarschst du mich? Nee, ich... Warte, wo bist du? Hinter dir! Okay. Ja, genau sowas. Right your light... White your light, red your dead. Sowas. Was laberst du? Ja, da gibt's halt so ziemlich für alle Sachen, die so ein bisschen schwierig zu merken sind in der Luftfahrt, gibt's so Merksprüche, dass man sich das relativ leicht einprägt. Bist du Pilot oder so? Ja. Was mache ich hier gerade? Warum ist das so ein hellbrauner Streifen mitten über einem Berg drüber? Das habe ich doch eben gesagt. Don't think. Wisst ihr, was ich denke, dass das ist? Gott hat Kacke gemacht. Don't think. Rechla, was du? Don't think. Und ich bin Jude, ich glaube an Gott von da aus. Genau, hast du gut gemacht. Jonas, hau ab von der Runway. Moritz, du musst auch gleich schnell abhauen. Ja. Fuck, mit 156 ist ein bisschen zu langsam, würde ich sagen. Ja. Ey, Leute, perfekt auf die 257er Kurs an der Landebahn. Bei 3200 Fuß. Oder man ist einfach schlau und dreht sich's gleich ein und lässt einfach immer mal Autopiloten fliegen. Nein, Alter, sowas mach ich nicht mit dem Autopiloten, ich vertraue dem nicht mehr. Kurz auf der Landebahn, dann hebt er auf einmal wieder ab, macht Speed nach vorn und da hab ich. Wo muss ich denn sein? 18,2. Oh, du bist aber sehr tief, ne? 8,5. Wer ist tief? Ich oder Moritz? Guck mal, Moritz meckert nicht, wenn ich den Fahrzeug hindurchflieg. Oh, ey! Da kommt erst gleich. Das ist unhöflich! Verstehst du, das hat was mit der Höflichkeit zu tun und nichts mit Nerven. Warum? Du stirbst doch nicht davon. Gut, Hildegard würde jetzt sagen, das ist real hier, aber das ist jetzt auch wieder andere. Ja, Ibao, Hildegard kann nicht zwischen Ibao unterscheiden und zwischen FSX mal mit Moritz und Jonas fliegen. Was seid mal gerade leise. Ganz kurz nur, bis ich meine Landung habe. Fuck halt, aber mir ist das auch scheiße. Moritz, du hattest recht, danke. Endlich hatte mal was recht, jetzt kann es nicht. Wo ist denn der nächste? 12, 6, 8. Well. Moritz, das sah chillig aus. Das war auch chillig. Jetzt mal meine Schlussflug-Landung. Das Schöne ist, dass bei mir einfach fett Wolken im Tal sind und ich überhaupt nichts sehe. Pass auf, das gleiche mache ich jetzt noch bei. Naja, bei Sebastian geht's nicht. Wieso hat diese Scheiße kein ILS? Hä? Alter, kannst du nicht mehr handlanden. Nein! Guck mal, selbst ich krieg das, ich hab das gerade hier gekriegt. Nicht mit einer Boeing, Alter! Stefan, was machst du da hinten? Oh, also, Scheiße, hab ich vergessen. Ey, ich hab's geschafft, 6, Alter! 8. 66. Ey Leute, ich hab zum ersten Mal geschafft, mit einer Boeing zu landen. Und ich hatte auch so vorher, drin. Du hast vorher immer ILS gemacht. Ja. Na, außer bei VFR. Warte mal, ich glaube, die so. Runway ist ein bisschen zu kurz für dich. Und das glaube ich auch. Ich bin bei hey, was hat er für Was hat er für Flugzeug? Ey, ich hab's genau geschafft mit einer 737-800. Guck mal, Moritz. Ah, easy going. 737 kann er landen. Bin gelandet. Thomas, und bist du zum ersten Mal erfolgreich. Thomas, was fliegst du eigentlich? 737-6000. Oh, ich hätte mal eine Frage. Hättest du Bock, von hier aus irgendwo weiter zu fliegen? Nach Hause. Na, wieder zurück. Nach Hause ist nicht weit, Mensch, das ist nicht so. Aber
ihr müsst bei ILS bei Frankfurt beachten. Die ILS bei Frankfurt auf der 18, wenn man da landet, ist bei 5000. Ja, wir könnten theoretisch nochmal eine zweite Route machen, wenn wir noch Lust und Zeit habt. Ab hier. Ich hab genug Zeit, ich hab Wochenende. Jonas? Morgen Geburtstagsfeier. Ja, wenn ich währenddessen essen darf, gerne. Ja, du darfst alles machen, aber ich hab halt noch Bock zu fliegen. Und ich glaube, Jonas, unsere, oder meine und deine und unsere aller Abonnenten haben richtig Bock, auch noch weiterzumachen. Und diejenigen, die jetzt einen Livestream gucken, die können auch jetzt gerne mal Facebook bei Jonas zu spammen, ob sie gerne wollen, dass wir weitermachen. Weil das ist ja 1:1. Ich kann ja jetzt fragen und die Leute können mir antworten. Das ist auch geil. Livestream. Da vibriert meine Handy schön. Mal gucken. Jonas. Well. Ey, was sag ich schon, das? Ja, Jonas, Alter, ich hab grad einen Döner verdrückt, während wir geflogen sind. Das ist nicht mehr. Nein! Der hat einen Döner verdrückt, der Lappen, ey. Soll ich ein Foto machen oder so? Ja, und ich hab ein Müsli neben mir stehen. Müsli. 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 Ich hab gewartet. Wie es das anhört, ja. Moritz, du bist bei mir ganz falsch. Warte, sind wir gerade in Österreich? Jo, nee, warte mal, Innsbruck ist Schweiz, oder? Nein, Innsbruck ist Österreich. Also, das gibt jetzt echt eine 5 in Geo. Das nee, warte, Innsbruck, warte, halt mal. Also. Tirol ist. Ich musste das lernen gestern. Ich musste das gestern lernen. Tirol ist die Hauptstadt von dem Innsbruck ist die Hauptstadt von dem Bundesland Tirol. Einer weiß scheißegal, oder? Danach und links von Innsbruck ist. Thomas, komm mal links von dir. Vor allem mit der Hauptstadt, ich sehe noch nichts. Und dann ist da noch Bergenland Eisenstadt, Oberösterreich. Oh. Ich musste das gestern für Erdkunde lernen. Schönes Wetter. Wie sieht's aus? Seid ihr alle schon da? Also ich bin viel zu weit hinten, weil ich hatte das Mini-GPS-Teil da viel zu groß eingestellt, dachte die Landebahn ist da gleich, bin schon voll abgebremst und gleite jetzt schon fast seit einer Viertelstunde. Schön. Sollen wir auf dich warten noch oder wollen wir schon mal eine neue Route planen, die wir ab hier fliegen? Wir können es aber schon planen. Metal-Marker. Ich hoffe und glaube an diese Landung. Also, wie wollen wir das machen? Also, dann warten wir noch ein bisschen auf dich. Ich mach mal einen Vorschlag schon. Wer dafür, wir fliegen nach Köln. Ja, von hier aus nach Köln, das ist ein bisschen lang, würde ich sagen. Also wir nach können. Abu Dhabi. Dafür, wir fliegen nach Berlin München. Tegel. Wir können nach Mailand fliegen. Berlin-Tegel. Milano. Ja, Milano Malpensa. Ja, na, das ist nicht Berlin-Tegel. Oder? Oder Düsseldorf. Berlin-Tegel oder Düsseldorf. Mir Wurst, mit Käse. Ja, oder wir können auch nach. Teller. Wir können auch jetzt ein bisschen rüber nach Frankreich tuckern. Das ist mir alles egal. Können wir nach Lyon fliegen? Lyon, ja, das ist ja, ja auch nicht so weit. Oder? Wir können nach Toulouse fliegen mit Boeing-Maschinen. Warte, Lyon? Ne, obwohl das ist ein Stück. Toulouse. Doch, das ist ein Stück. Toulouse wird noch Airbus gebaut, oder? Ja. Jo. Ja, doch ärger wir die mit Boeings. Lass mal nach Costa Rica fliegen. Ja, wir können da kommen das Teile machen. Hin, die ich baue. Ich weiß, ich habe gerade kurz vergessen, in welchem Land Costa Rica liegt. Boah, ich muss mal schnell schauen. Warte mal, right in. Costa Rica ist tut mir wirklich leid, dass ich jetzt zu spät kam erst. Aber. Nee, passt schon. Ey, kein Problem. Costa Rica ist doch spannend. Ah, fuck, ich muss Gas geben, Gas geben. Oh, Alter. Von Mann, hier. Halt dich, Jonas. Oh, von hier kann man sehr, sehr schön beobachten. Wer landet denn da gerade? Thomas. Der Thomas landet eigentlich ganz gut, aber der Jonas, ey. Jonas blockt dich aus. Du hast eine vernünftige Maschine. Ja, das machen wir gleich. Aber jetzt machen wir erstmal noch die Landung. Und Thomas, deine Landung ist sowas von in Film und Movie-Qualität und. Boah, das sieht super aus. Das sage ich immer bei Toasties. Boah, das sieht gut aus. Hör mal, warte, ist so ein kleiner Jonas auf der Startbahn. Don't call it Schütze. Nee, die Landung war richtig krass. Muss man wirklich sagen. Ja, die war. Ja, die war geil. Oh. Jetzt gucke ich nochmal gerade rund. Ups. Und da müsste doch gleich noch jemand kommen. Okay, den beobachten wir auch mal. Das ist dann First Person Spotting. Und da ist, glaube ich, auch mein FSX abgeschmiert. Oder meine Grafikkarte oder was weiß ich. Ja, wie immer. So viel war's. Also können wir vergessen. Nee, wir können wir können uns gleich nochmal hier hinstellen. Das ist eigentlich kein Ding. Aber es ist, glaube ich, der FSX, der sich bei mir aufgeht. Boah, kennt ihr das? Ich bin gerade voll angespannt, weil gleich die Landung kommt und ich die Landung wahrscheinlich nicht mehr in dem Part bekomme. Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Naja, ich sag zumindest schon mal für das Let's Play, was ich aufgenommen habe. Danke fürs Zusehen. Die Landung ist von Stefan ist leider jetzt nicht mehr drauf. Und ja, wir planen jetzt eine neue Route. Und ich sag bis denne und bis gleich. Aber Moment mal, war meiner noch drauf? Ja, boah, ey, die war so Center Strap. Wir sind auch drin. Alter, ich bin erst in der Mitte aufgekommen, das war voll scheiße.